Hallo, weiter geht's mit Tour de France 2021. Ja, und die letzte Tour habe ich abgeschlossen mit Groupama, FDJ. Ja, war nicht so berauschend mit Godu, aber immerhin in den Top 10. So, fangen wir eine neue Tour an. Klassische Tour de France. Schwierigkeitsgrad könnte ich so als legendär nehmen. Nehmen auch nochmal Champion, weil ganz so einfach war es dann doch nicht. Datenbank Nummer 1. Dort habe ich die ersten oder habe ich die Fahrerwerte verändert. So, jetzt schauen wir hier das Team an. Also. Ja, Bora fahre ich jetzt erstmal nicht. Ich habe mir überlegt, ich fahre mit Quickstep. Ich möchte mit Remco Evenepoel hier um den Sieg fahren. Hier haben wir es, Evenepoel. Almeida, auch starker Fahrer. Den habe ich in die Aufstellung wieder reingenommen. Ineos habe ich mal Gogan Hart reingenommen und Bernal rausgenommen als Gegner. Und mit Ineos werde ich auch mal fahren. Das verspreche ich. Zur Tour werde ich dann erstmal mit Bora fahren. Zum Tourstart und nach der Tour, beziehungsweise nach, ja, nach der Tour kann man sagen, werde ich dann höchstwahrscheinlich mit Ineos fahren, beziehungsweise dann noch einmal vielleicht mit dem Team des Toursiegers, vielleicht. So, jetzt aber erstmal mit Quickstep. Gehen wir auf Ändern, aber ich glaube, ich hatte das soweit schon, wie ich es haben wollte. Bennett als Sprinter. Cataneo, Knox, Almeida, Evenepoel, Askren, Cavagna ist Zeitfahrer. Ja, so lass mal's. Hi guys, So lass welcome to the mal's. Und briefing los for this geht's first von stage. Today is a Brest tiring nach route where the closing Landerneau. kilometers should suit the Oder punches. Longdarno. We're amongst the outs. So, mein Ziel natürlich, klar, mit Remco Evenepoel mindestens Top 5. Besser wäre Top 3. Und ich bin gespannt, inwieweit sich jetzt die. Ja, wenn ich das schon wieder sehe. Inwieweit sich jetzt die Anpassungen schon auswirken auf die Gesamtwertung, wie die Ladies and Abstände sind. gentlemen, welcome to the Grand Départ of this Tour de France. Located entirely in the Finisterre department, this first day of racing should be stage managed by the Punches teams. With a finish on a short 3 km climb, the most explosive riders will surely find an ideal terrain to claim the first yellow jersey of this 2021 edition. Also Remco Evenepoel habe ich eine 80 am Berg gegeben und ich glaube, das ist auch schon gerechtfertigt, weil man muss ja mal sehen, wie lange Remco Evenepoel jetzt verletzt war. Und der Giro war das erste Rennen nach der wirklich langen Verletzungspause, die er hatte und wirklich die schwere Verletzung, wo er wieder laufen erstmal richtig lernen musste und was weiß ich, also war schon heftig. Und dafür muss ich sagen, hat er echt gut am Anfang mitgehalten. Der war dann natürlich konditionell am Ende dagegen, konnte dann nicht mehr mithalten. Deswegen dann auch der Sturz kam dann noch dazu natürlich. Ja, aber dennoch muss man sagen, erstmal ist er noch so jung und dann nach der langen Verletzung so sehr gut mitgehalten, muss ich schon sagen, dass die 80 da auf jeden Fall gerechtfertigt ist, auch bei der Belgien-Rundfahrt, wie locker da er da auch gefahren ist und das Zeitfahren dann gewonnen hat und was weiß ich. Also, das ist schon ein extremes Top-Talent. Ich hoffe, er fährt die Spanien-Rundfahrt. Da ist er dann, wird er wahrscheinlich dann nochmal um einiges besser in Form sein. Da wird er wahrscheinlich sogar um den Sieg mitfahren können. Ja, so viel dazu. Almeida habe ich, glaube auch am Berg auf 78 gemacht. Weil er konnte am Berg wirklich gut mithalten beim Giro. Und die anderen habe ich jetzt nicht groß hier verändert. Ansonsten habe ich Roglic von 82 auf 81 runter. Müssen wir mal schauen. Und ich glaube bei Pogacar auch. Und ja, mal schauen. Mal gucken. Und von dem Regenerationswert, also von dem. Da habe ich bei Evenepoel auf. Was habe ich da gemacht? Auf B. Weil, also, warte mal, Alaphilippe.
Und zwar, weil er natürlich noch sehr jung ist und deswegen noch ein bisschen Defizite wahrscheinlich hat bei einer dreiwöchigen Landesrundfahrt komplett so. Von der Regeneration, von der Ausdauer damit zu halten. Aber mal sehen. Deswegen erstmal nur B. So, ansonsten. The next difficulty on this tour is also classified as fourth category. Even though there's only one point up for grabs, it should be hotly disputed, because the polka dot jersey is often an objective for the baroudeurs at the start of a tour, a way for them to be rewarded for their efforts. Ja, ansonsten schauen wir jetzt mal hier zum Schluss gegen Ende. Ja, eigentlich müsste ich ja hier mit Alaphilippe sprinten, aber ich habe dann schon wieder ein bisschen Angst, dass Evenepoel irgendwie Zeit verlieren könnte, wenn ich mich dann um Alaphilippe kümmere. Das ist immer so eine Sache. Naja. Glück gehabt. Ich wollte eigentlich gar nicht anhalten. So. The gap between the peloton and the escapees is stable. Ja, mit Sam Bennett ums grüne Trikot fahren. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. A chance for the riders to stock up on energy for the rest of the stage. Na, das lassen wir erstmal. Gehen wir auf Etappensieg, okay, wenn es dann doch ein paar Etappen fürs grüne Trikot sehr gut aussieht, dann kümmern wir uns wieder ums Grüne. Aber hier geht es ja erstmal hauptsächlich darum, in der Gesamtwertung mit Evenepoel ganz vorne und Almeida sozusagen als Joker. Aber the first intermediate sprint of this Tour de France is approaching. Almeida hat hier leider zu wenig taktische Möglichkeiten in dem Spiel. Sonst könnte man hier eine Art Doppelspitze mit Almeida, aber das ist alles in dem Spiel ja nicht ganz so einfach umzusetzen. Tempo schon ganz schön. We are now a little under 50 kilometers from the end of this first stage, and the riders will soon be attacking the last classified climb before the finish. A finish that will also see points scored for the polka dot jersey. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ja, was machen wir nun? With a breakaway. 1 minute. Bleiben wir bei Evenepoel oder wechseln wir auf Alaphilippe? Ich muss eigentlich. 20 kilometers to go before the finishing line in London. Muss eigentlich mit Alaphilippe fahren. Trying to hold out against the peloton. Fifteen kilometers from the finish for the group at the front. Only a few kilometers left before the denouement of this first stage of the Tour de France. For the moment. Two men are alone up front. The race leaders are entering Landerneau. Another 3 kilometers and they'll be at the foot of the last climb. The Coast. For the breakaway. With a small climb, a stage victory is going to be complicated. Ach, gucken, wo ist Evenepoel? Puh, mitten im Feld drin. Thank you.
lead group is onto the Côte de la Fosse aux Loups. It will be hard for them to hold out until the line. Oh, man. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Breakaway over. Vanderpool. Ist noch gut dabei, okay. Jetzt muss ich alles geben und... Jawohl, das reicht. Super! Nice, und ich hoffe, Remco Evenepoel ist in der Gruppe dabei. Sah aber gut aus, sah gut aus. Almeida hat es, glaube ich, nicht geschafft. Aber perfekt, perfekt. Erster Etappensieg mit Alaphilippe. So, aber kommt ja gleich die nächste Etappe. Ja, im Prinzip genauso. Ähnlich ist. Auch ideal für Alaphilippe. Aber da muss ich noch ein bisschen mehr aufpassen, weil es ein längerer Anstieg ist. Da auch, wenn Vanderpool mitkommt. Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favorites. Ah, 14 Sekunden, well done for this win. We hit the ground running, and tomorrow we'll have the honor of defending the yellow jersey. Na okay, okay, passt schon. Buchmann Sechster, stark, ich glaube. Etwas, mal sehen. Wie ist Michael Woods, 10, das ist, den habe ich gar nicht angepasst, Michael Woods. Van Aert, 2, Roglic, Pogacar, okay. So, fahren wir gleich noch eine Etappe natürlich. Zur Mur de Bretagne. So, eigentlich nochmal wie gemacht für Alaphilippe. Aber ich muss schon ein bisschen da auch auf Evenepoel aufpassen. So, dass ich da hier keine böse Überraschung erlebe. Hello and welcome to all. We're in Brittany, the Côte d'Armor department to be precise. That will be the setting for the stage. With a finish on top of the Côte de Mur de Bretagne, there's no doubt that today's winner will be among the best punchers in the peloton. So, Cataneo Alaphilippe. Askren. Evenepoel. Guys, today it's almost all the way to the final circle. Gibt's Bonussekunden? Mur de Bretagne, and it's on the second one that the stage victory should be decided. Enjoy yourselves. Time gap stabilized. Ausreißer, wer ist davon? Stimmt, ich bin der Führende. Ich müsste theoretisch ja auch ein bisschen Führungsarbeit leisten. Hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go.
widening. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standing. The peloton is riding hard. Stay well placed. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Ja, wie sieht's aus? Passiert nicht wirklich viel. Aber hier schon wieder Cataneo und Nox haben schon wieder ein bisschen Probleme. Once again, there will be one point. Obwohl, sollen sie alle ihre Verpflegung nehmen? The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Machen wir jetzt mal. Protect him. So, Alaphilippe. The gap is growing. Don't worry. They're not well placed in the overall standings. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. The first passage across the top of the Mur de Bretagne climb will earn points for the Ausreise sind noch vorn. Das heißt, Cavagna. And 2 seconds for the first 3 riders. Jetzt fallen schon einige zurück. Meint ihr es? Winkel auch Lopez? Was ist da los? He's trying to get out of the peloton. Watch out. The breakaway will no doubt go all the way left, but watch out for attacks in the closing kilometers. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Muss kurz gucken, wo Evenepoel liegt. Sehr gut. A teammate. Has just been dropped. You can't count on him any longer. So, haben wir Anstieg. Here's the positions over the last climb. Buchmann, Keldermann dabei. The stage is too much for him. Caleb Ewan ist weg. Schachmann, Pogacar. Ich hoffe, Evenepoel ist noch dabei. Starting to ride behind you. It looks like he doesn't want to get
Alle da, ja. Okay, our consumer feed. 10 kilometers from the finish for the head of the race. They can believe it's possible if they still have something in the tank for the final short climb. There are 10 kilometers left before the finish. 1,17, die sind noch ganz schön weit vorne, die Ausreißer. Askren. I'll go full out on the relay. Sagan. Askren macht Tempo. Chavez greift an. Only 5 kilometers left for the head of the race. Last time check with the breakaway. 1 minute. Sekunden. Jetzt geht's gleich in den Anstieg rein. Oh Gott, jetzt hätte ich es beinahe hier versaut. And we're off. The lead group is on to the final climb. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. So. He's trying to get out of the peloton. Oh, Vanderpool greift an. Pogacar geht mit. Seconds lead for the head of the race. Herr Vanderpool ist schon zurück. Okay, I'll put in a big acceleration. And here's the red pennant for the men at the front. Victory will be decided in a sprint. The breakaway is at the red pennant. Able to hold off the peloton. Another 500 meters for the lead rider. Go, guy. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. Ach, zweiter aber. War ein bisschen zu spät dran. Ah, es könnte sein, ihr habt ein bisschen Zeit verloren. Vanderpool könnte sein, dass er ein bisschen Zeit verloren hatte. Naja, gut. Wenn, dann waren es hoffentlich nur Sekunden. Ladies and gentlemen, ja, sind die Ausreißer doch durchgekommen. Great guys! I wasn't expecting anything from this stage. And you bring home a podium place? Well done to you all. Ja, 55 Sekunden. Also 35 Sekunden nochmal verloren. Schade, schade. 29, 34. So, Gesamtwertung. Alaphilippe, 19 Sekunden vor Roglic und Pogacar. Dann Wout van Aert, Buchmann. Ja, Buchmann, extrem stark. Vlasov, Gaudu, Vanderpool 25. 1,05. Ja, im Prinzip ist er ein bisschen mehr, also 45 Sekunden. 46 Sekunden hinter Pogacar und Roglic. Das ist alles noch, ja, ist schon okay, aber naja, mal gucken.
wie es im Zeitfahren dann später aussieht. Gut, ja, das waren die ersten beiden Etappen der Tour mit Quickstep. Mit der Koenig Quickstep und ich führe mit Alaphilippe in der Gesamtwertung und einen Etappensieg habe ich auch schon. Läuft erstmal alles soweit ganz gut. Ja, kann man so sagen. Okay, das war's erstmal jetzt mit der ersten Folge. Es geht dann natürlich morgen mit der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.